كل ما ناديت يا رب قل يا عبدي أنا الله. كل ما ناديت يا رب قل يا عبدي أنا الله. الله 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 الله. Vor mehr als 1300 Jahren trat der Prophet Mohammed seinen einzigartigen Siegeszug an. Innerhalb weniger Jahrhunderte entstand ein islamisches Imperium. Im Mittelalter galt das Haus des Islam als Inbegriff der Zivilisation, als Wiege einer überlegenen Kultur. Die Gelehrten Europas waren von der arabischen Welt fasziniert. Sie lernten von den Ärzten des Orients. Der Aufstieg des Abendlandes, viel verdankt er dem Licht, das aus dem Osten kam. Mit einem Donnerschlag hatten sich die türkischen Sultane in die Geschichtsbücher hineingeschrieben. 1453 belagern die Osmanen Konstantinopel. Sie sind die Erben asiatischer Steppenkrieger, doch technisch auf der Höhe der Zeit. Mit einer Kriegsmaschinerie, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat, rollen sie gegen die größte Metropole der Christenheit an. Oh.
Konstantinopel fällt. Nicht der blindwütige Fanatismus von Glaubenskriegern, sondern die effiziente Kriegsführung besiegelt das Ende der christlichen Herrschaft über die Stadt am Bosporus. In der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnen Europas Großmächte, sich die islamische Welt einzuverleiben, allen voran die Briten. England wächst zum größten Imperium der Weltgeschichte heran. Um 1880 besitzen die Briten unter anderem das heutige Indien und Pakistan, große Teile Afrikas. Sie kontrollieren Ägypten und den Sudan. Doch auch eine andere politische Bewegung im Arabien des 19. Jahrhunderts schöpft ihre Dynamik aus dem Islam. Vordenker der radikalen Bewegung ist Mohammed ibn Abdel Wahhab. Die Wahhabiten haben bald den gesamten Karawanenhandel unter ihrer Kontrolle. Kompromisslos verfolgen sie alles, was nach ihrer Ansicht dem wahren Glauben im Weg steht und nach Götzendienst riecht. Dichtung, Wissenschaft, Musik, Kunst und Schmuck gelten ihnen als Aberglaube und Teufelswerk. Dann folgt ein Schlag, der die islamische Welt zutiefst erschüttert. Er richtet sich gegen Medina, die Grabstätte des Propheten. Nach Mekka, der zweitheiligste Ort für die Weltgemeinschaft der Muslime. In früheren Zeiten hatten Reiche und Mächtige das Grab Mohammeds mit wertvollen Geschenken überhäuft. Im Frühjahr 1803 überfallen die Wahhabiten Medina und plündern das Grab Mohammeds. Denn den Propheten, der nur ein Mensch war, zu huldigen, gilt den Fanatikern schon als Götzendienst. Viele Einwohner der Stadt kommen bei dem Überfall ums Leben. Ein Zeitgenosse klagt, sie sind Spalter, Unwissende ohne Weisheit und Frömmigkeit. Sie denken, dass die Menschen seit Jahrhunderten in Unglauben leben. Wenn sie könnten, würden sie selbst den Stein der Kaaba zerstören. Die Wahhabiten schänden nicht nur das Grab des Propheten. Sie zerstören auch die Gräber angesehener Männer, die im Volksglauben als Heilige gelten. Niemand hätte damit gerechnet, dass die Wahhabiten einmal weltpolitische Bedeutung gewinnen. Doch sie haben einen mächtigen Verbündeten, Muhammad ibn Saud. Der Anführer eines mächtigen Beduinenstammes stärkt den Fanatikern den Rücken. Die strategischen Ziele der beiden Männer ergänzen sich. Der eine will die arabische Halbinsel beherrschen. Der andere träumt davon, alle Muslime seinem fanatischen Bekenntnis zu unterwerfen. Mohammed ibn Sauds ehrgeizige Pläne werden zwar erst einmal scheitern, aber im 20. Jahrhundert
reißen seine Nachfolger erneut die Macht auf der arabischen Halbinsel an sich und setzen ihre radikale Form des Islam durch. Es ist überhaupt keine Frage, dass die Wahhabiten schuld daran sind, dass der Westen den Islam nicht nur für monolithisch und unheimlich hält, sondern auch für gewalttätig und besessen von der Idee des Heiligen Krieges. Das sind die Grundlagen des Wahhabismus. Wenn es in Saudi-Arabien kein Öl gäbe, wüsste heute niemand mehr etwas vom Wahhabismus, denn er ist ursprünglich eine Beduinenreligion. Öl hat den Beduinenstamm der Saud zur reichsten Familie der Erde gemacht und über Nacht zum umworbenen Partner der Industrienationen. Und der Clan der Saud wacht bis heute über die heiligen Stätten des Islam. The modern-day Kingdom of Saudi Arabia came into existence as a result of a rebellion against the Islamic Khilafah state. Britain sought to strike the Islamic state from within. Followers of the Wahhabi Madhab by then had managed to establish an entity within the Islamic state, led by Muhammad ibn Saud and later by his son, Abdulaziz. Britain supplied them with weapons and money, and they moved on a sectarian basis to seize the Islamic lands, which were under the authority of the Khilafah. They took up arms against the Khalifa and fought the Islamic armed forces, all the time goaded by the British. It was well known that Al Saud were British agents. The huge arsenals and equipments which reached them via India and the monies to cover the war effort against the Khilafah were supplied by the British. They exploited the Wahhabi Madhab with the aim of fighting the Islamic State and clashing with the other Madhabs in order to incite sectarian wars with the Uthmani Khilafah. The followers of this Madhab were unaware of this, but the Saudi Emir was fully aware. This is because the relationship was not between the British and Muhammad ibn Abdul Wahhab, but between the British and Al Saud. Al Saud's family, who were playing the most important role in this rebellion, was to be granted by the British the position of future rulers of Hijaz. They had so much trust and confidence in their British masters, and were so arrogant of their possession, that they called it Saud on September 23rd, 1933, the only state in the world to be named after a family. Contrary to popular Western belief, it is the Saud that have the head of the West and not the other way around. The relationship is one in which the Saud has no history. It was King Abdulaziz who invited foreigners, including the major American oil company, to facilitate exploration for assets in the soil of the English kingdom. Struck oil in commercial quantities. The company name would later change in 1944 to Aramco, the Arabian American Oil Company. It was totally American owned, and it would be another 30 years before the Saudis acquired a 25% share and then finally full control in 1980.